Wo sind denn die Vorbestellungen? Du weißt doch, dass ich die als erstes auf dem Tisch haben will. Tut mir leid, hier. Die Verkaufszahlen vom letzten Monat. Und bei 9 Reisen für Singles beide sofort über 15.000. Das ist nicht schlecht. Die Auflage ist 20, da sollte man eine zweite andenken. Nee, mach mir doch mal bitte einen Telefontermin mit der Judith Brenner. Ich habe da eine neue Idee von verloren. Dann sind hier die Vorbestellungen für den zweiten Band vom Nebelreich. Scheint funktioniert zu haben, das als deutschen Herrn der Ringe anzukündigen. 150.000. Super. 20 mehr als wir dachten. Genau. Sag mal, zickt die Ziegler eigentlich immer noch so rum wegen der Buchmesse? Ja, sie hat noch nicht zugesagt. Irgendwas ist da komisch. Ich rede selber mit ihr. Hm? Es tut mir ja auch leid, Fred, aber ich kam nicht früher weg. Ich stecke im Moment in 4 Projekten gleichzeitig. Und ehrlich gesagt, ich habe es mir noch mal überlegt, aber ich glaube, ich gehe jetzt lieber alleine hin, ja? Jetzt mecker mal nicht rum, ja? Glaubst du, ich lege gesteigerten Wert darauf, meine Schwester und meinen Vater zu sehen? Weißt du was? Dafür lade ich dich morgen zum Essen ein, ja? Okay? Bis morgen Mittag. Ciao. Ich habe hier also eine Orange und aus dieser Orange zaubere ich dir jetzt ein Geburtstagsgeschenk. Da bin ich auch mal gespannt. Na, du musst schon herkommen. Jetzt musst du draufpusten und sagen, Orange, verwandle dich in mein Lieblingsgetränk. Oder vielleicht Liebesgetränk? Orange, verwandle dich in mein Lieblingsgetränk. Und noch pusten. Oh! Whisky zum 5 o'clock. Willst du noch was, Opel? Ich kann es einfach zaubern. Moment nicht, aber dahin, deine Mama vielleicht. Das glaubst du doch selber nicht. Also, wir haben ein massives Problem und das ist auf diesem Regime. Was ist mit dir los? Was ist denn? Mein Bein hat wieder so weh getan. Was? Aber wir haben doch extra die Salbe drauf getan. Lass doch mal das Tablett. Sollen wir noch mal reingehen und ich guck's mir an? Nein. Weißt du was? Du rufst mal Tante Julia an und fragst, wo sie bleibt. Die freut sich bestimmt. Wann kommst du denn endlich? Hier sind nur lauter langweilige Erwachsene. Da habe ich leider schlechte Nachrichten. Hier kommt nämlich der Nächste. Haha. Irgendjemand hat einmal gesagt, das Leben fange erst mit 66 an. Demnach hätte ich noch 6 Jahre Zeit. Ich will mich nicht beklagen. Ich habe eine junge Frau, 2 erfolgreiche, hübsche Töchter und einen gesunden Enkel. Und ich bekomme noch jeden Morgen 50 Liegestütze hin. Vormachen! Ich habe mich der zugegebenermaßen vagen Hoffnung hingegeben, auch meine Tochter Julia würde heute hier erscheinen. Doch fürchte ich, sie steckt knietief in der Arbeit. Was ich allerdings schwerlich vorwerfen kann, denn das hat sie schließlich von mir. Tante Julia! Hey, mein Lieblingszauberer! Wow, bist du schwer geworden. Oh, hallo allerseits. Oh, tut mir leid, dass ich jetzt erst komme, aber ich hatte höllisch zu tun im Verlag. Hallo, Herr Papa. Hallo, meine Liebe. Ja, und wo ist Fred? Oh, der konnte leider nicht, aber er lässt dich herzlich grüßen. Ja, man dankt. Alles Gute zum Geburtstag. Danke dir. Danke. Ja, das Buffet ist eröffnet. Na, Kleine, wo ist denn das Geschenk? Ich habe im Moment so viel Text zu lernen. Der Regisseur ist wirklich ein Psychopath. Ich habe einen Gutschein fertig gemacht für Papa. Ein Gutschein, na super, das ist ein Klassiker. Wieso ist deine Arbeit eigentlich immer wichtiger als meine? Moment, ja? Das hat kein Mensch behauptet. Du wolltest das Geschenk besorgen, okay? Herzlichen Glückwunsch. Und was ist das? Das ist ein Gutschein für einen Morgenrock. Damit du auch in Amerika eine gute Figur machst. Ah ja. Von Julia und mir. Danke, danke auch dir. Hey, und? Hast du Lust auf eine kleine Testfahrt? Ist das, du hast ein neues Auto? Ja, und es wartet auf einen spitzen Co-Piloten. Hey, was hast du denn da? Super, wie hast denn das jetzt gemacht? Ein Zauberer verrät nie seine Tricks. Puste mal. It's magic. Geil. Ich dachte, bei der ersten Tour brauchst du doch deine Lieblingsmusik. Boah, ist ja irre.
Machen wir mal eine richtige Reise mit dem? Bloß du und ich? Total gerne. Und hat der auch Anti-Blockiersystem? Mit dem kannst du auf einer Eisfläche eine Vollbremsung machen. Stefan, häng dich mal nicht so weit raus. Hey. Trottel am Steuer. Alles okay? Oh mein Gott, Stefan. Hey, tut's dir weh? Sag doch mal was. Halt es mal fest. Halt es fest hier. Wir fahren sofort ins Krankenhaus. Du bist mit dem Kopf da voll dagegen, das kann eine Gehirnerschütterung sein. Bitte fahr erst zu Mama. Die eine Tochter fährt an meinem Geburtstag mit dem Auto in der Gegend rum, die andere macht die Männer verrückt. Ist toll, wenn man Kinder hat. Ach komm. Hm. Ja, das ist ein Zimmer, sagt dein Mann, ja, und was du? Stefan! Was ist denn passiert? Tut mir so leid, da ist so ein Idiot aus dem Feld weg. Ich muss sofort ins Krankenhaus. Das wollte ich, aber der wollte zuerst hierher. Ja, du dachtest, ein Zehnjähriger weiß, was für ihn am besten ist. Papa, verdammt, ich kann doch nicht. Das scheint mir nur eine Platzwunde zu sein. Ja, aber die muss doch geröntgt werden. Ja, klar. Stefan, wir fahren jetzt alle zusammen ins Krankenhaus. Nein, ja? Du fährst nicht. Ich kann euch doch ins... Was du kannst, haben wir gesehen. Isabel, ist es okay, wenn ich... Er will dich sowieso nicht dabei haben. Ich rufe dich nachher an. Tschüss, mein Tapferer. Jetzt mal abgesehen von dem blöden Unfall. Wie war denn nun das Fest? Du kennst doch meinen Vater und seine Kumpels. Ehrlich gesagt, habe ich dir einen stinklangweiligen Nachmittag erspart. Ach, ja. Wirklich? Danke. Aber was hältst du jetzt davon? Ja. Gut. Klingt gut. Kann man nur hoffen, dass sie das auch ernst meinen. Also wenn Bill Holbrook das schreibt, dann meint er das auch so. Haben sich deine New York-Flüge ja gelohnt. Gratuliere. Danke. Ich meine, ihr seid ein mittleres Verlagshaus mit stetig wachsenden Umsätzen. Ihr seid im deutschsprachigen Raum etabliert. Wahrscheinlich seid ihr genau das, was sie suchen. Und was ist dann der nächste Schritt? Die werden sich euch genauer ansehen, euch durchchecken. Due Diligence. Und dann wird verhandelt. Die machen ein Angebot, euer Aufsichtsrat zockt ein bisschen hin und her. Dann einigt man sich irgendwo. Allerdings, in Europa favorisiert man eher das Vier-Augen-Prinzip. Die Amerikaner sind da anders, die wollen meist nur einen Geschäftsführer, ihr seid aber zwei. Walter ist ein reiner Zahlentyp. Die wollen jemanden, der mit Autoren gut kann, der das Buchgeschäft aus dem FF kennt. Walter wird das anders sehen. Fred, ich bin der Motor des Verlags. Und der Aufsichtsrat weiß das. Wahrscheinlich hast du recht. Wenn alles gut läuft, leitest du plötzlich einen der drei umsatzstärksten Verlage Deutschlands. Jedenfalls sollten wir dann endlich heiraten, schon aus steuerlichen Gründen. Und dann segeln wir rund um die Welt. Wäre doch was, oder? Ups. Sorry. Das ist mein Vater. Ich muss da ran. Vincent van Gogh. Guten Tag, ich möchte zu Stefan Gruber, meinem Neffen. Der müsste auf der Kinderstation sein. Wann ist er denn eingeliefert worden? Gestern, aber sagen Sie mir doch einfach, wo die Kinderstation ist. Der liegt nicht auf der Kinderstation, der ist auf der 14. Isabel, du kannst doch hier nicht rauchen. Er ist noch in der Narkose.
Stefan. Ich bin's. Hörst du mich? Hi. Hey, kleiner Zauberer. Was machst du für einen Quatsch? Weiß ich auch nicht. So geht das die ganze Zeit. Nun ja, kannst du mal kommen? Ich bin gleich wieder da. Doch gestern seinen Kopf untersucht. Da war doch nichts. Ja. Nein, da war ja auch nichts. Aber dann haben sie sich sein Bein angesehen. Das tut ihm schon länger manchmal weh, aber Kinder haben ja immer irgendwas. Ja, da war so eine Entzündung und dann war von verändertem Gewebe die Rede. Aber was heißt denn das konkret? Also, ich habe jetzt das Ergebnis der Biopsie. Es tut mir leid, dass es etwas länger gedauert hat. Aber wir wollten uns absolut sicher sein. Und das sind wir jetzt. Wir haben Stefans rechten Oberschenkelknochen Wucherung gefunden. Die sahen zunächst einmal aus wie eine Osteomyelitis, also eine Knochenentzündung. Das wäre weiter kein großes Problem gewesen. Aber? Die histologischen Untersuchungen haben diese Wucherung als Krebsgewebe diagnostiziert. Und zwar als bösartiges. Ob der Krebs bereits gestreut hat, wissen wir nicht. Das müssen wir noch untersuchen. Das kann doch nicht stimmen. Leider ist es so. Man nennt diese Art von Knochenkrebs Ewing-Sarkom. Es befällt vornehmlich die langen Röhrenknochen der Beine, in Stefans Fall also seinen rechten Oberschenkel. Wir werden jetzt natürlich alles tun, um Stefan zu helfen. Definieren Sie Hilfe für mich bitte etwas präziser. Julia, bitte. Was? Wir machen zunächst eine Chemotherapie. Und wie lange geht die? Das dauert zunächst 3 Tage, dann wird 5 Wochen pausiert, dann folgt der nächste Zyklus. Wenn ihm die Haare ausfallen? Isabel. Was denn? Das gibt's doch, das kann man doch sehen bei Leuten auf der Straße, wenn sie Chemotherapie haben, dass die Haare ausfallen. Sie haben recht, das kann passieren. Dafür steigen Stefans Überlebenschancen. Und wie hoch sind die Chancen? Papa. Das Ewing-Sarkom ist eine der aggressivsten Formen von Knochenkrebs. Aber bei einem Jungen in Stefans Alter gibt es durchaus Heilungschancen. Können Sie das in Zahlen ausdrücken? Das tue ich ungern. Im Idealfall, wenn alles gut geht, 60-65%. Nicht auch noch, bitte nicht. Er stirbt nicht, Isabelle. 65%. Das ist nicht so schlecht. Das darf er nicht erfahren. Das kann er überhaupt nicht einordnen. Es hat auch keiner vor, ihm das zu sagen. So leid es mir tut, aber ich muss jetzt in den Verlag. Ist das jetzt so dringend? Mein Gott, was soll ich denn jetzt tun? Ich kann auch nichts machen. Isabel war 20, als sie Peter kennenlernte und schwanger wurde. Ihre große Liebe. Was war denn mit ihm? Du hast mir nie erzählt, wie gestorben ist. Ein Autounfall. Stefan war erst 4. Scheiße. Isabel zog dann wieder zu meinen Eltern. Da ging sie noch auf die Schauspielschule. Es war genau zu der Zeit, als meine Mutter krank wurde. Ein Dr. Krämer aus Zürich arbeitet wohl an einer chemiefreien Therapie. Aber besonders weit scheint er auch noch nicht zu sein.
Sorry. Berger? Regine? Oh je. Die Telefonkonferenz? Das habe ich total vergessen. Nee. Stell mal durch. Ja. Möchtest du heute Nacht hier schlafen? Sicher, gern. Ich dachte nur, du wolltest... Hi, Bill. How are you? Great, thanks. Also, ich sag mal sowas wie Reiseerzählungen, ja? Hausnummer, eine deutsche Ellie McBeal, aber nicht so 90er-Jahre-mäßig. Unterwegs in aller Welt. Anfang 30, nie länger als 4 Wochen gebunden, hat einen Job, sucht aber nach irgendwas, was sie wirklich erfüllt. Vielleicht gerät sie mal in irgendwelche Schwierigkeiten, weil sie sich viel zu gerne einmischt, ja? Und dann passiert immer irgendwas. Und also, Chaos pur. Alles anders als im Katalog. Handeln auf orientalischen Basaren, jedes Mal eine Affäre. Aber alles gut recherchiert, alles voller Insider-Informationen. Greta Struck. Greta Struck in Ceylon, Greta Struck in Tunesien. Klingt ziemlich gut. Würdest du das kaufen? Naja, kommt drauf an. Wenn's flott geschrieben ist. Das liegt ja dann an dir. Ich habe meinen ganzen Charme aufgeboten, hat nichts genutzt. Die Ziegler ist ausgebucht. Vor 3 Jahren war die noch Lehrerin und jetzt tut sie so, als sei sie Thomas Mann. Und spielt uns gegen die Konkurrenz aus, das Bruder. Wenn die nicht Nebelreich von Zweiter schreibt, dann haben wir echt ein kleines Problem. Du wirst sie schon noch bezirzen. Und, was kostet der Spaß? Das ist kein Spaß, sondern ein Konzept für eine Reihe von Reiseromanen, die ziemlich gut laufen könnten. Inklusive Druck und Vertrieb kommt uns das Ganze auf runde 200. Ach was, 250.000. Die neuen Reisen für Singles verkaufen sich übrigens optimal. Das sind ja auch klassische Reiseführer, aber was du da vorschlägst, das hat ja noch kein Mensch ausprobiert. Eben, Walter, eben. Deshalb wird es höchste Zeit. Es ist provokant, innovativ, sexy, schnell. Okay. Gut. Wie du meinst. Sag mal, ich höre, dass die Ziegler mit dem Lenhardt-Verlag flirtet. Ja, das lass mal meine Sorge sein. Wir sind bereits zum Essen verabredet. Da wünsche ich dir aber dann viel Erfolg. Danke, Walter. Ich weiß. Das kommt von Herzen. Wieso haben wir bei Nebelreich 1 eigentlich nicht gleich eine Option auf Sequels erworben? Ja, weil du das damals nicht wolltest. Wie bitte? Ja. Du sagtest so etwas wie, wen interessiert denn ein Roman, der ausschließlich im Nebel spielt? Knapp über 400.000 Leser wäre die richtige Antwort gewesen. Das soll ich gesagt haben? Yep. Ist ja wirklich sehr witzig. Witzig? Dein Vater hat schon 2 Mal auf. Was will er denn? Ob du dich nicht verabschieden möchtest. Wie verabschieden? Blödsinn. Das kann nicht dein Ernst sein. Ich glaub das einfach nicht. Das ist doch nicht mehr normal. Stefan braucht uns jetzt alle und Isabel übrigens auch. Und ich kann nicht verstehen, wie du da einfach zur Tagesordnung übergehst. Julia, wir haben alles versucht, aber es war einfach zu spät zum Umbuchen. Wir waren ja über 1 Stunde im Reisebüro. Weißt du, was das gekostet hätte? Ihr könnt es ja Stefan in Rechnung stellen. Sandra, entschuldige mich bitte. Wir waren gestern bei ihm, es geht ihm schon besser. Isabel sagt, es ist in Ordnung, wenn wir fahren. Oh, Isabel hat das gesagt, ja, dann ist ja alles in bester Ordnung. Deinen Sarkasmus kannst du dir sparen. Was hätte sie denn sagen sollen, deiner Meinung nach? Zum ersten Mal in ihrem Leben, nein, zu ihrem großartigen Vater. Ihr Sohn kann sterben und du verabschiedest dich in die Sommerfrische. Wir fahren nur für ein paar Wochen, außer wird er nicht gleich sterben. Er ist in ausgezeichneten Händen. Ich hatte einen sehr, sehr guten Eindruck von den Ärzten. Sie tun, was sie können. Du wirst natürlich wieder anderer Ansicht sein. Was soll das denn heißen, bitteschön? Du hast dich mit dem Arzt angelegt. Hast ein halbes Semester Medizin studiert. Weißt du was, Papa? Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Reise. Genieß das Meer und das Popcorn und polier jeden Tag ganz hübsch deine kleinen Golfschläge. Und wenn irgendwas ist, dann spreche ich dir auf deine Mailbox. Wir sollen da nur hierbleiben, damit du deine Karriere... Du musst dir das so vorstellen. Die guten Zellen kämpfen gegen die bösen Zellen. Und die Medikamente sind wie Pistolen, mit denen die Guten auf die Bösen schießen. Deshalb ist es so wichtig, dass du die Medikamente regelmäßig einnimmst, verstehst du? Damit den Guten die Munition nicht ausgeht. Genau, so ist es. Und was ist mit meinen Haaren? Kann ich auch eine Glatze kriegen? So ein Quatsch, so schlimm wird das nicht. Hättest du gerne Glatze? Das kann passieren. Das kommt daher, dass die Guten manchmal daneben ballern und dann treffen sie eine Haarzelle, aber die wächst wieder nach. Hm?
Okay, Showtime. Entschuldigung, ich suche einen kleinen Jungen, der heißt Stefan. Für den ich das hier abgeben soll. Tante Julia! Entschuldigung, ich wusste nicht, dass... Dr. Bobbert war sowieso gerade fertig. Und ich könnte gut eine rauchen. Wir sehen uns gleich. Wiedersehen, Zack. Hey, hier. Ist nicht dein Ernst, oder? Lieber ein Eis? Oh ja. Yeah. Könntest du... Ich habe Angst, wenn ich mich bewege, dann geht es ab. Okay. Wie geht's denn dir? Irgendwie besser. Na siehst du? Die müssen ja auch früher aufstehen, wenn sie einen Zauberer klein kriegen wollen. Hey, du übst ja schon wieder. Ich hab's versucht, aber ich bin einfach zu langsam. Oh. Willst du was aus deinem Zimmer hier haben? Ich kann ja sowieso nichts machen im Moment. Opa hat mir versprochen, er bringt mir was aus Amerika mit. Ah, toll. Du und Mama, ihr geht aber nicht weg, oder? Bist du denn irre? Versprochen? Ja. Deine Mama und ich, wir müssen doch aufpassen, dass die alles richtig machen mit dir, hm? Wenn ich den jetzt loswerfe, glaubst du, ich bin dann noch da, wenn er wieder zurückkommt? Ja, natürlich. Natürlich bist du dann noch da. Ich rede mal kurz mit deiner Mama, ja? Okay. Isabel, was ist los? Ich glaube, ich kann das nicht. Was? Was meinst du damit? Die haben mir heute Morgen erklärt, was die Chemotherapie bedeutet. Ihm werden die Haare ausfallen. Die Nägel vielleicht. Ihm wird schlecht sein und er wird Fieber haben. Das ist eine Riesenliste. Ich weiß. Und jetzt... Soll ich in seinem Zimmer schlafen? Das zweite Bett dort, die wollen, dass ich hier schlafe. Ich, die ganzen ersten Wochen, vielleicht Monate. Sie sagen, dass seine Chancen besser sind, wenn seine Mutter bei ihm ist. Da kann ich doch nicht sagen, ich mach das nicht. Wir sind zu zweit. Das schaffen wir schon. Klar, kannst ja meine Rolle auch noch übernehmen. Du schaffst das natürlich alles ganz locker, wie immer, wie bei Mutter damals. Riech mal, wie es hier riecht, nach Tod. Hörst du irgendwas? Die Geräusche sind so gedämpft, als ob schon alles vorbei wäre. Und dann geht plötzlich irgendwo eine Klingel los, da wird man noch irre. Es ist eine Kinderkrebsstation. Ob du es glaubst oder nicht, das weiß ich. Hör mir mal zu, ja? Es geht im Moment um Stefan, und zwar nur um Stefan. Der spürt doch schon längst, was los ist. Er hat total Angst. Und er braucht dich. Ich weiß, dass das schwer ist für dich, aber du bist die Große und er ist der Kleine. Ja. Und ich bin da und wir sind da und deshalb weiß ich, dass du das schaffst. Thank you.
Engel. Es tut mir leid, dass ich die letzten Tage nicht kommen konnte, aber uns war die Hölle los und haben mich einfach nicht weggelassen. Ist doch nicht so schlimm. Geil! King Blue Four! Hab ich noch nicht. Machst du ja klasse. Was ist eigentlich bösartiger Krebs? Hä? Wie kommst du jetzt darauf? Niklas hat gesagt, er hat bösartigen Krebs und ich kriege genau dieselbe Flüssigkeit wie er. Die ist auch orange. Das heißt ja nicht, dass du das gleiche hast wie er. Hör mal, das ist, glaube ich, keine gute Idee, wenn ihr da unter euch Hobbymediziner spielt. Aber wir sind ja auch nicht blöd. Sag mal, gibt es denn sonst irgendwas, was du brauchst oder einfach gerne hättest? Die neuen roten Turnschuhe. Aber Mama hat gesagt, die kriege ich erst zum Geburtstag. Das ist ja noch ewig lang hin. Da wollen wir mal sehen, ob wir das nicht etwas beschleunigen können. Aber ich behalte nur den linken. Den rechten kriegt Benny. Wieso? Benny haben sie das Bein abgenommen, das linke. Und bei mir ist es ja das rechte. Stefan, kein Mensch will dir dein Bein abnehmen. Aber was ist, wenn die Guten Zellen die Bösen nicht besiegen können? Hör mal. Im Film gewinnen immer die Guten. Und im Leben ganz oft auch. Aber nicht immer. Aber weißt du, wann sie gewinnen? Wenn man selber ganz fest dran glaubt, dass sie gewinnen. Okay. Gut gemacht. Wahrscheinlich haben Benny und du sowieso nicht die gleiche Schuhgröße. Wo ist eigentlich deine Mama? Ich weiß nicht. Wie? Ich weiß nicht. Vor 2 Tagen hat sie hier geschlafen und dann war sie so cool. Und dann hat sie gesagt, sie muss mal kurz weg. Und dann ist sie nicht wiedergekommen? Bitte, Mama. Wahrscheinlich musste sie einfach noch mal ins Theater, aber weißt du was? Ich gehe sie jetzt suchen und dann bringe ich sie zu dir. Sag nicht mehr, dass sie kommt. Isabel, ich bin's. Julia. Isabel, mach bitte auf. Was willst du denn hier? Mach die Kette weg, ich will rein. Ich mach mir gerade einen Tee, willst du auch einen? Was ist denn hier los? Jetzt könnte ich guten Wasserkocher gebrauchen. So habe ich keinen Wasserkocher. Isabel, was ist los? Soll los sein, alles in Ordnung. Du bist doch gekommen. Stefan ist in der Klinik. Du solltest bei ihm sein. Ach ja? Ja, ja. Ich wollte bloß ein paar von seinen Sachen holen. Habe ich schon im Koffer gepackt und dann wollte ich los. Und ich kann nicht. Was heißt denn das? Ich kann nicht. Ich habe so ein Gefühl, als ob... Das ist so ein Gefühl, als ob mir jemand das Herz rausreißt. Ich habe überhaupt nicht geschlafen letzte Nacht. Immer wenn ich die Augen zumache, sehe ich Kinder ohne Haare. Aber du weißt schon, dass Stefan auf dich wartet. Ja, ich weiß, dass er auf mich wartet, Mann! Ich weiß, dass er in diesem Bett rumliegt, dass lauter Schläuche aus ihm rauskommen. Natürlich weiß ich das! Hältst du mich für bekloppt? Warum stehst du dann hier rum?
weil ich keine Kraft mehr habe und weil mein Kind vielleicht bald tot ist und weil ich ihm erzählen soll, wie schön das Leben ist und der blaue Himmel und die Vögel zwitschern, bla bla. Und weil im Nebenzimmer einer liegt, dem schon ein Bein fehlt und weil gestern dort einer gestorben ist. Und da mussten alle hin, weil die Ärzte sagen, es ist gut für die. Wenn sie sehen, dass der Tod auch was Normales sein kann. Für mich ist das nicht normal. Ich kann das nicht. Es tut mir leid, Isabel, aber ich kann das nicht machen. Das ist dein Job. Ja. Stimmt. Hör auf! Lass mich! Lass mich! Sowieso besser so! Natürlich helfe ich dir. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Wie geht's Ihnen? Wieso mir? Wie geht's denn meiner Schwester? Was hat sie denn? Wie es ihr geht, haben Sie ja selbst mitgekriegt. Und was sie hat, das lässt sich nicht so leicht beantworten. Versuchen Sie es? Ein Nervenzusammenbruch mit einem depressiv-suizidalen Schub. Wir haben ihr etwas gegeben, damit sie erst mal 24 Stunden schlafen kann. Ist Ihre Schwester in letzter Zeit besonderem Stress ausgesetzt gewesen? Ihr Sohn hat Krebs und es kann sein, dass er sterben muss. Der Vater des Kindes, der ist auch tot. Ich schätze, das spielt da alles mit rein. Ich werde den Therapeuten informieren. Aber was Sie da sagen, es klingt nicht nach schnellen Lösungen. Was heißt das? Ich meine, wie lange kann das denn dauern? Wir tun, was wir können, aber das lässt sich nicht genau sagen. Sie wird erstmal hier bleiben müssen. What do you mean he's not available? Like I said, ma'am, not available. They've rented a car and will be touring the park for a couple of days. Okay, then I would like to leave a message for him, please. Und jetzt? Was willst du machen? Erstmal suche ich eine gute Klinik. Ich will nicht, dass Isabel zwischen Alkoholikern sitzt. Und Stefan? Ich engagiere jemanden. Bei 4,5 Millionen Arbeitslosen. Und ich kann immer nach der Arbeit zu ihm und auch mal zwischendurch. Tja. Was heißt hier, tja? Ich schaff das schon. Dass du das schaffst, glaube ich. Aber du brauchst jetzt einfach all deine Kraft. Und deshalb musst du überlegen, was dir selber gut tut. Meine Arbeit tut mir gut. Und nebenbei für jemanden da zu sein, vielleicht auch. Und was ist mit uns? Ah, daher weht der Wind. Das war bis jetzt immer klar zwischen uns. Wir sind zusammen, aber wir leben nicht miteinander. Aber in letzter Zeit, und ich meine schon ziemlich lange, verbringen wir kaum noch Zeit miteinander. Und wenn ich dich frage, ob ich bei dir schlafen soll, scheint dir das ziemlich egal zu sein. Und was will der Dichter uns damit sagen? Dass wir auseinanderdriften. Und es ist wenig hilfreich, wenn du dich jetzt noch mehr isolierst von uns.
könnten ja vielleicht mal zusammen segeln gehen. Oder wir könnten uns ein bisschen mehr Zeit füreinander nehmen und uns irgendwo hinsetzen. Und dann erzählst du mir mal, wie es aussieht in dir. Es sieht so aus wie immer in mir. Nur noch ein bisschen stressiger. Zufrieden? Nein, du willst eine Beziehung auf Abruf, die dir zur Verfügung steht, wenn es dir gerade passt. Aber du willst keine wirkliche Nähe. Weil es nicht in deinen Plan passt, dass du sagst, ich brauche dich, oder es geht mir nicht gut, oder es ist mir alles zu viel, oder... Ja. Weißt du was? Ich habe eine Idee. Ich gehe jetzt nach Hause. Und wenn die Lage sich beruhigt hat, dann können wir ja irgendwo mal hübschen Wochenende zusammen verbringen und ein bisschen segeln und uns gegenseitig erzählen, wie es in uns aussieht. Gute Nacht. Also, Julia, die drei psychiatrischen nächstgelegenen Kliniken haben Aufnahmestopp. Dann habe ich eine psychosomatische Klinik, da steht sie auf der Warteliste. Ich habe Druck gemacht, aber die fanden das komisch, weil ich nicht mehr eine Angehörige bin. Und wie lange kann das dauern, bis sie dahin kann? 2 bis 3 Monate. Das ist unmöglich. Oh, was ist denn mit den Privatkliniken? Hab ich. Und zwar eine ganz gute südlich von hier. Nicht billig. Und die Krankenkasse zahlt da keinen Pfennig zu. Und was kostet der Spaß? 1.600 Euro. Das geht doch eigentlich. Pro Woche. Was? Wer kann sich denn sowas leisten? Wahrscheinlich nur solche Leutchen wie du. Okay. Gut. Meld sie an. Sag mal, musst du nicht los? Ich habe für 15 Uhr den Zauberer bestellt. Ach du Kumpel, jetzt kommt gar noch zu spät. Und wenn irgendwas ist, dann einfach mein Handy, ja? Sag mal, und was sage ich jetzt Stefan? Dass sie jetzt krank ist, dass sie bald wieder gesund ist und dass sie gesagt hat, wie lieb sie ihn hat. Danke. Ja, von vielen Zaubern habe ich einen riesen Hunger bekommen. Ihr auch? Ja! Wollen wir denn einen leckeren Kuchen zusammen herbeizaubern? Ja! Was denn für einen? Erdbeerkuchen. Schokolade. Schokoladenkuchen hört sich gut an. Oh ja. Dann bitte die Zutaten. Etwas Mehl. Etwas Schokopulver. Und was fehlt uns noch zu einem Schokokuchen? Ein Ei! Etwas rühren. Etwas Zaubersalz hinzu. Und das Ganze fängt an zu brennen. So, und jetzt kommt ihr mit eurem Zauberspruch. Abracadabra, Abracadabra. Was? Arme Tante Barbara? Ach so, Abracadabra. Jetzt mal alle zusammen. Das hast du echt klasse gemacht. Spitzenmäßig. Aber das mit dem Papierschlangen hast du nicht mitgekriegt. Und Mama auch nicht. Naja, aber immerhin hat sie den Zauberer vorbeigeschickt. Beim nächsten Mal will er mir verraten, wie es mit dem Kuchen geht. Ich hab's nicht rausgekriegt. Ich dachte, Zauberer dürfen keine Geheimnisse verraten. Und der Kollegen schon. Ach so. Gute Reise, mein Kleiner. Wenn Sie sich nach hinten stellen, können Sie seine Hand halten. Möchten Sie auch Kopfhörer? Das wird nämlich gleich ein bisschen laut. Wieso das denn? Weil es eben so ist. Okay. Hey, hallo. Bitte. Ich bin da, mein Kleiner.
Entschuldigung, aber das geht dir wirklich nicht. Was denn? Oh, das tut mir leid. Stefan, ich bin gleich wieder da, ja? Wann genau, sagst du? 20 Uhr Lobster, wunderbar. Hat sich die Ziele also doch herabgelassen, ja? Naja, mal schauen, ob sich deine Hartnäckigkeit gelohnt hat, Regina. Super. Was? Hey, natürlich bin ich da, wenn Bill Holbrook kommt. Spinnst du? Das ist ein Betontermin. Ja, ja. Naja, dann muss ich jetzt erstmal die Ziegel unter Dach und Fach bekommen und dann wird alles wunderbar. Okay, nee, Regina, jetzt nicht. Ich muss rein, okay? Ja, ja, bis später. Tschüss. Wo ist denn Stefan? Eine Schwester hat ihn zurück auf sein Zimmer gebracht. Das wollte ich doch machen. Entschuldigen Sie bitte, dass ich nicht über Ihren Terminplan informiert war. Ich kann Ihnen nur versichern, Ihre Ironie ist total unangebracht. Sagen Sie das dem Jungen, der Ihre Hand gebraucht hätte. Hey. Wie kann das? Was ist denn? Lass mich, du bist weggegangen, genauso wie Mama und Opa. Ich weiß, es war total blöd, aber da war jemand am Telefon. Und dass ich allein war, war dir egal. Es war mir nicht egal. Ich bin ja auch gleich wiedergekommen. Das war doch erst nach einer halben Stunde. Und du hast mich angelogen. Du hast gesagt, dass mir nichts passiert. Und jetzt gehen schon die ganzen Haare weg. Jetzt mach das doch nicht noch extra. Und plötzlich soll Mama krank sein und du sagst mir nicht mal, was sie hat. Und du hast gesagt, die tut mir nicht weh. Es tut aber weh, überall. Und du hast gesagt, du bist immer für mich da. Stefan, das bin ich doch auch. Schau mal, ich rede mit den Ärzten. Ich gehe mit zu den Untersuchungen. Was soll ich denn sonst noch machen? Nicht mehr lügen! Geh weg! Geh weg! Das ist völlig normal. Können Sie bitte mal stillhalten. Mhm. Die Angst der Kinder wandelt sich um in Aggression. Und diese Aggression wendet sich gegen diejenigen, die den Kindern am nächsten stehen. Das ist doch nachvollziehbar, oder? Aua! Was gibt's denn da jetzt zu lachen? Drehen Sie sich bitte mal um. Ich würde Ihnen gerne mal was zu lesen geben. Ja, ich brauche jetzt echt kein Buch über Kinderpsychologie. Das tibetische Buch vom Leben und Sterben. Okay. Soll ich jetzt Buddhist werden, oder was? Seine Einführung in Sterbeprozesse. Aus buddhistischer Sicht, das stimmt. Man könnte genauso gut sagen, aus menschlicher Sicht. So, das reicht's mir aber. Sie haben gesagt, Sie wollen ihm helfen. Hiermit geben Sie ja praktisch zu, dass Sie selbst nicht dran glauben. Lesen Sie doch mal genau, was da steht. Da steht vom Leben und Sterben. Schauen Sie mal rein. Bon, mes compliments à Jacques. Merci, Madame Ziegler. Cela vous a plu à vous aussi? Ja, sehr gut. Vielen Dank. Yvette. Ich gestehe, ich bin zurzeit fast täglich hier. Irgendwo habe ich gelesen, dass die allgemeine wirtschaftliche Krise jetzt auf die Qualität der Restaurants übergreift. Und ich weiß, wovon die Rede ist. Wo kann man denn überhaupt noch essen? Yvette, wie lange kennen wir uns jetzt? 3 Jahre? Meinst du nicht, wir sollten über etwas anderes reden als übers Essen? Das ist mir einfach peinlich. Ja, es wäre korrekter gewesen, wenn deine Agentin sich zuerst an uns gewandt hätte, bevor sie zu Lenard geht. Du bist unsere Top-Autorin. Über Bedingungen kann man reden, muss man reden. Das ist das Geschäft, ja? Es geht da wohl um die Höhe der Vorschüsse. Und da liegt Lenard weit über euch. Ja gut, Vorschüsse. Bei Lenard bist du eine von 10 oder 15 Fantasy-Autoren. Glaubst du, da bist du noch ein Star? Wie bei uns? Dafür verstehe ich zu wenig vom Verlagswesen. Dafür hast du ja mich. Der Vertrag für Nebelreich 3 liegt unterschriftsreif auf dem Tisch. Ich will dir nichts vormachen, aber bei uns bist du die Nummer 1. Und
Newman Bay Publishing in New York sieht das übrigens sehr ähnlich. Newman Bay? Ja, Newman Bay. Es besteht die Idee einer Kooperation. Das wäre dann auch dein Entree auf dem US-Markt. Aber weißt du, ich will dich nicht drängen. Denk einfach mal drüber nach. Tante Julia. Du bist ja wach. Kannst du mal kurz kommen? Mehr. Aber wenn man weiß, wie es ist, dann hat man vielleicht vorher auch keine Angst. Hast du Angst? Ja. Jeder hat die. Du auch? Ja. Es ist ja auch so schön auf der Welt. Hier will man ja nicht weg. Tut Sterben eigentlich weh? Es gibt Menschen, die sagen, dass das ziemlich schön ist. Sterben? Naja, also dort zu sein, wo man dann ist. Im Himmel. Nicht unbedingt. Da kommt man nämlich nur hin, wenn man jetzt schläft. Ich hol mal was zum Aufwischen. Kann ich selber. Die erste Woche mussten wir sie erst einmal stabilisieren. Seit ein paar Tagen nimmt sie an der Einzel- und seit gestern auch an der Gruppensitzung teil. Und
Was meinen Sie, wann sie wieder in Ordnung ist? Das kann man jetzt noch nicht sagen. Zumal in Ordnung für jeden von uns was sehr Verschiedenes bedeutet. Und wie geht's dir denn jetzt? Besser. Schön. Also, ein bisschen schlapp noch. Die ersten Tage habe ich Medikamente bekommen. Aber langsam, langsam geht's besser. Danke. Kannst du das Stefan geben? Das habe ich für ihn gemacht. Sie haben ja so eine Werkstatt. Hey. Das ist ja toll. Wie geht's ihm denn? Ja, also, ich sag mal, den Umständen entsprechend gut. Sagst du ihm, dass ich die ganze Zeit an ihn denke? Sicher. Was soll das heißen? Sicher. Das heißt, ich sag's ihm natürlich. Ja, aber du meinst, ich mach's mir hier gemütlich und du musst wieder zu ihm, ja? Nein. Ich meine, ich sag's ihm. Ich wusste auch nicht, dass ich ihn im Stich lassen würde. Das sagt ja auch kein Mensch. Sagen Sie Ihrer Schwester, was Sie fühlen, Isabel. Seit Stefan in der Klinik ist, kommt alles wieder hoch. Das ist doch okay. Was ist denn daran bitte okay? Ich meine, du musst jetzt keine Sorgen um Stefan machen. Ich krieg das hin. Klar. Du kriegst es wieder hin. Oh Gott, es ist doch vollkommen egal, was ich jetzt sage. Ist doch sowieso falsch, oder? Du machst doch eh, was du willst. Das war schon immer so. Und ich bin die kleine Doofe. Aber als Mama krank wurde, da durfte ich die Pflegerin spielen. Und du hast fröhlich dein Studium durchgezogen. 3-4 Mal hat sie in der Nacht mit ihrem Stock an die Wand geklopft und dann bin ich rüber und hab ihr geholfen. So, und das stimmt jetzt wirklich nicht. Erstens, mein Vater war da. Zweitens hab ich da... Der hat sich doch extra Nachtdienst geben lassen und hat noch gesagt, Isa, das machst du ganz prima. Ich werde heute noch wach und denke, sie braucht mich. Und jetzt Stefan. Und da kommst du vorbei und sagst, du kriegst das hin. Wie? Und dafür zahle ich 1.600 Euro die Woche? Dass sie mir erklärt, dass ich schuld bin an ihrem schrecklichen Schicksal? Auf die Gefahr hin, dass ihnen das nicht gefällt. Ja. Sie sieht sich ihr Leben an. Sie lernt, Gefühle zuzulassen und sie auszudrücken. Ja, servus. Sie ist auf dem Weg. Gut, ich auch. Wiedersehen. Weil jede Übernahme und jede Fusion eine verdammt delikate Sache ist und jedenfalls keine, die man in den Anfängen in die Welt hinaus posaunt. Und du erzählst einer Autorin davon? Ich habe es erwähnt. Dürfte ich vielleicht den Grund deiner Erwähnung erfahren? Ja, das darfst du, weil Lenhardt ihr einen doppelt so hohen Vorschuss bietet und sie drauf und dran ist, bei denen zu unterschreiben. Und weil ich ein Argument brauchte, was soll ich ihr denn sagen? Dass du ihre Bücher für naives, weibisches Geschreibsel hältst, oder was? Julia, ihre Agentin ruft morgens um 7 bei mir zu Hause an und fragt mich, ob das stimmt, dass Newman Bay ihrer Klientin eine US-Ausgabe garantiert. Mir ist fast meine Kaffeetasse aus der Hand gerutscht. Heute kommen die Amis und der Taxifahrer wird sagen, ach, sie sind die, die den Kontrastverlag kaufen wollen. Ich schreibe übrigens selber. Weißt du was, Walter? Jetzt beruhigen wir uns erstmal ein ganz klein wenig. Wenn ich nämlich recht habe, dann wird die Ziegler den Köder schnappen, bei uns unterschreiben und dann sieht die Welt doch schon wieder ganz anders aus. Hm? Ich habe keine gute Nachricht. Die Ziegler ist abgesprungen. Also, Sie kommen um 2. Es ist jetzt 11:30. Haben wir irgendeine Strategie? Ich meine, die Frage ist doch, wie wir uns in der Sache Ziegler verhalten. Da können wir nur mit offenen Karten spielen. Die Ziegler hat das Pferd gewechselt. Tja, jubeln werden die nicht. Naja, das sind Verlagsprofis, die werden ja nicht gleich in Ohnmacht fallen. Was haben wir ihnen denn sonst zu bieten? Ich meine, außer deiner Ellie McBeal auf Reisengeschichte. Also, in den nächsten 9 Monaten haben wir 24 Romane, 12 Kinderbücher, 4 Sachbücher. Das macht 40 Neuerscheinungen. Ist nicht so schlecht. Tja. Nur leider nichts Weltbewegendes dabei. Ich weiß nicht, ob uns das hilft, Walter. Wenn du hier dauernd diese Stimmung verbreitest, als wären wir kurz vorm Untergang. Ich weise nur auf Tatsachen hin.
Hast du denn nicht sonst noch irgendwas in der Pipeline? Wenn ich was in der Pipeline hätte, dann leg sie auf den Tisch, verdammt. Was hast du denn Weltbewegendes auf deinem Zettel? Dein Ton gefällt mir nicht, der gefällt mir ganz und gar nicht. Es ist bestimmt nicht der richtige Moment, jetzt die Nerven zu verlieren. Ich verliere nicht die Nerven, weiß Gott nicht. Ich versuche doch nur, uns allen hier klarzumachen, dass wir in... Entschuldigung. Ja? Dr. Papert? Ja? Oh nein. Ja, selbstverständlich. Ich... Julia, die Amerikaner kommen in 2 Stunden. Das kannst du jetzt nicht machen. Warte nur ganz kurz hin und dann bin ich gleich wieder da. Einer muss bei ihm sein. Ich schaff das. Das schaffst du nicht. Ich meine, ich finde das total bewundernswert von dir, wie sehr du dich um Stefan kümmerst. Aber das hier ist kein Halbtagsjob. Das weiß ich doch. Das ist ein 8-Stunden-Job. Und wenn du Pech hast, ein 18-Stunden-Job. Und jetzt haust du da aus der Sitzung ab. Ist doch unmöglich. So, lieferst du weiter ein Argument nach dem anderen. Bitte, der... jetzt mach dir keine Sorgen. Ich schaff das, okay? Ist gleich vorbei. Versuche auszuatmen, ganz ruhig. Ein und aus. Schau mich an, es ist gleich vorbei. Du sprichst dir, hm? Zählst du die Haare? Jetzt gibst du ein bisschen Sauerstoff und dann gehst du gleich los. Komm her. So, und jetzt schön durchatmen. Und ein und aus. Und ein und aus. Und ein und aus. Jetzt leg dich hin. Schön aus. Und weiter. Ein und aus. Siehst du? Schon wieder vorbei. Hm? Ist es besser? Wie konnte das jetzt passieren? Ich habe ihm ein neues Medikament gegeben. Es kann sein, dass es nicht verträgt. Es kann aber auch sein, dass der Anfall ein Zeichen ist von Lungenmetastasen. Das muss ich untersuchen, sobald es sich erholt hat. Vermutlich ist es nur eine allergische Reaktion. Gut, dann muss man das neue Medikament eben sofort absetzen. Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Danke. Entschuldigen Sie, aber Ich renne doch nur noch hin und her zwischen dem Verlag und dem Krankenhaus und ich kann aber nicht mehr. Ist doch gut, dass Sie das mal sagen. Habe ich Ihnen eigentlich irgendwas getan oder was ist los? Im Gegenteil. Ich bin nur froh, dass auch eine Frau wie Sie mal sagt, ich kann nicht mehr. Eine Frau wie ich? Was heißt das? Entschuldigung. Ich muss leider los. Können Sie noch ein bisschen bei ihm bleiben? Das ist heute vollkommen unmöglich. Es wäre wirklich gut, wenn Sie da wären, wenn er aufwacht. Das weiß ich, aber ich kann heute definitiv nicht. Ich setze hier gerade meine berufliche Existenz aufs Spiel. Sie müssen wissen, was wichtiger ist. Ich muss für ein paar Stunden weg. Kannst du nicht bleiben? Ich würde so gerne, aber ich kann nicht. Heute ist es richtig wichtig. Aber ich doch auch. Deshalb bin ich auch da. Aber ich sterbe doch bloß einmal. Jetzt sag doch sowas nicht. Bei dir.
tut mir leid, Ihre Reservierung wurde storniert. Ja, aber vielleicht hat jemand eine Nachricht hinterlassen für Frau Dr. Julia Berger? Frau Dr. Berger, bei aller Liebe, aber wir sind kein Infostand, wir sind das Savoy. Hallo? Papa. Endlich. Julia, was ist denn los? Du hast dreimal hier angerufen. Gibt's was mit Stefan? Wie, Isabel? Krank? Verstehe ich nicht. Was hat sie denn? Isabel hat eine Art Nervenzusammenbruch. Nein, nein, sicher ist richtig, dass du uns benachrichtigt hast. Ich bitte dich. Aber sie ist doch jetzt in dieser Klinik. Julia, da ist etwas, was ich nicht ganz verstehe. Das heißt doch, dass beide professionell betreut werden. Ja? Weißt du, was ich nicht verstehe? Warum du überhaupt zurückgerufen hast? Darf ich Ihnen zunächst danken, dass Sie es möglich gemacht haben, zu dieser außerordentlichen Versammlung des Aufsichtsrats des Kontrastverlags zu erscheinen. Herr Rupp, bitte. Danke. Julia, ich will mich kurz fassen. Eigentlich habe ich nur eine ganz einfache Frage. Bist du noch als Geschäftsführerin tätig oder nicht? Das ist mit Verlaub eine ziemlich dämliche Frage. Sie stellt sich aber, weil du nicht mehr mitziehst. Oder sollte ich dir an der Stelle noch einmal erklären, wie brüskiert die Herren aus New York waren, dass du nicht zum Meeting erschienen bist? Ich hatte familiäre Angelegenheiten zu regeln, wie du ja weißt. Frau Berger, Sie sind Herz und Seele des Kontrastverlags. Und jeder von uns respektiert, dass es noch andere Dinge gibt im Leben als Arbeit. Aber die Frage scheint doch zu sein, sind diese familiären Angelegenheiten nun geregelt? Mein Neffe hat bösartigen Knochenkrebs und meine Schwester, also seine Mutter, hatte daraufhin einen Nervenzusammenbruch und ich kümmere mich zurzeit allein um den Jungen. Ich verstehe. Wobei das allerdings keine wirklich konkrete Antwort auf meine Frage ist. Frau Berger, wir würden gerne wissen, woran wir sind. Julia, niemand hier will dich weghaben. Mit dir steht und fällt der Verlag, das ist keine Frage. Aber so, wie es im Moment läuft, wird es nicht funktionieren. Okay. Was schlägst du vor? Nun, es bestünde die Möglichkeit, dass für einen gewissen Zeitraum ich die alleinige Geschäftsführung des Verlags übernehme. Zumindest so lange, bis deine privaten Angelegenheiten geregelt sind. Das würde alle Entscheidungsprozesse vereinfachen und natürlich auch nach außen ein besseres Bild abgeben. Womit faktisch du den Verlag dann alleine in der Hand hättest? Ich glaube nicht, dass Irrationalität hier eine Hilfe ist, Julia. Ja, kommt noch mal, ja, aber das ist doch der klare Versuch, die persönliche Lage eines anderen zum eigenen Vorteil zu nutzen. Ach komm schon, Julia, ich bitte. Herr Berger, wir sollten die Stimmung nicht noch verschärfen. Die Aufgabe des Aufsichtsrates ist es, Entscheidungen für das Wohl des Unternehmens zu treffen. Tatsache scheint zu sein, dass dies als gefährdet anzusehen ist. Deshalb schlage ich vor, dass wir Ende des Monats noch einmal zusammenkommen. Und die Zeit bis dahin sollten Sie nutzen, um eine Entscheidung zu treffen. Überlegen Sie sich, wo Ihr Platz ist, Frau Berger. Schon vorbeigekommen. Hat mein schönes Buben was Segeln vorbeigebracht. Ach, schon viel besser, Mama. Und dir? Ja, Tante Julia ist auch schon da. Sie kommt gerade zu mir. Ich wollte wenigstens das Tuten hören. Ich fahr gleich zu ihr. Soll ich ihr was ausrichten? Gib ihr den dicksten Kuss der Welt. Störe ich? Nein. Danke. Ich habe gerade die Auswertung der neuen MRT bekommen. Das sieht gar nicht schlecht aus. Erstens ist sein Tumor nicht weiter gewachsen. Zweitens haben wir keine neuen Metastasen gefunden. Auch nicht in der Lunge, was ich ja befürchtet hatte. Und das heißt?
Das heißt, wenn er so weitermacht, können wir bald über seine Entlassung nachdenken. Aber das ist ja wunderbar. Langsam, das ist keine Entwarnung. Operieren müssen wir trotzdem. Aber bis zur OP ist natürlich alles gut, was seiner Erholung dient. Er war jetzt lang genug hier drin. Hätten Sie denn Platz und Zeit für ihn? Ich meine, könnte er bei Ihnen wohnen? Natürlich, ich habe viel Platz, wenig Zeit, aber viel Platz. Mein Verlag steht im Moment auch noch mitten vor einer Übernahme und das kommt alles dazu, aber... Dass Sie trotzdem so viel hier sind, finde ich großartig. Ehrlich. Und das tut ihm gut, das sehen Sie hier. Danke für die Blumen. Glauben Sie, er schafft's? Keine Ahnung. Ich weiß nur, je fester wir dran glauben, desto größer sind seine Chancen. Das ist keine richtige Antwort. Ich habe so oft geglaubt, ein Kind kommt durch und mich dann doch geirrt. Manchmal dachte ich, das ist ein aussichtsloser Fall und das Kind hat überlebt. Weißt du noch unser Baumhaus? Na klar, da wollten wir mal drin übernachten. Da hat Papa gleich einen Anfall bekommen, der Idiot. Damals war Mama auch noch da. Ich bin mir sicher, dass du dich hier sehr viel mit deiner Kindheit beschäftigst. Aber jetzt ist jetzt, Isabel. Ja? Warum sagst du das? Weil du schon wieder mit Mamas Tod anfängst. Wenn es eins gibt, das ich hier gelernt habe, dann wie ich die geworden bin, die ich heute bin. Und wie bist du die geworden, die du heute bist? Du hast immer dein Leben gelebt und ich musste mich um alle anderen kümmern. Hat dir das deine Therapeutin so erklärt? Nein. Es ist mir einfach wieder eingefallen. Aber der Sinn von so einer Therapie kann doch nicht darin bestehen, dass du mir ständig die Schuld für dein Leben zuschanzt und dich permanent entschuldigst. Das mache ich nicht. Es geht dabei überhaupt nicht um Schuld. Wir beide haben aus verschiedenen Gründen unterschiedliche Rollen einstudiert. Und die spielen wir heute immer noch. Ich muss dir leider sagen, dass ich diesen Satz schon einmal gelesen habe. Und zwar in der Psycho-Ecke einer Frauenzeitschrift. Nur war die wesentlich billiger als dein Aufenthalt hier. Oh nee, bitte. Was rede ich denn vom Zeug? Entschuldige, es tut mir leid. Ich weiß. Ich wäre auch lieber draußen als hier. Weißt du was? Ich wäre mal ganz gern einen Tag hier drin. Vielleicht können wir ja bald mal tauschen. Der war von Stefan. Ich soll dir den dicksten Kuss der Welt geben. Zum ersten Mal segeln. Ich bin eben ein in vielen Dingen begabtes Mädchen. Und ist Segeln jetzt so schrecklich, wie du es dir vorgestellt hast? Man denkt immer, man muss so wahnsinnig viel tun, um glücklich zu sein. Und in Wahrheit muss man gar nichts tun. Hier drin war es nicht so schlimm, aber draußen. Ich weiß, mein Schatz. Ich will ja nicht eingebildet klingen, aber es ist schon gut, wenn man eine Tante hat, die mitdenkt, oder? Hm? So. Cool. Jetzt siehst du aus wie ein Zauberer. Selbst David Copperfield wäre eifersüchtig auf dich. Na? Hallo. Abmarschbereit? In 3 Wochen sehe ich dich wieder. Versprochen? Versprochen. Wir sind richtig stolz auf dich, Stefan. Die ganze Station hier. Du warst großartig. Dankeschön.
Ich hoffe, ich sehe Sie nie wieder. Oh, ganz meinerseits. Es war schrecklich, Sie kennenzulernen. Geht doch schon ganz gut. Ich komme mal bei euch vor, wir haben noch die zu sehen, okay? Ein schönes Tuch wie du. Schön, dass du da bist. Boah, für mich? So richtig dein Geburtstag ist es ja nicht, aber herzlich willkommen gab's nicht und ich hatte nicht so viel Zeit, alles vorzubereiten, aber jetzt bin ich da. Kannst du mit den Dingern auch rückwärts gehen? Wieso? Will ich mal sehen. Jetzt ein bisschen seitlich. Ein bisschen seitlich. Und jetzt umdrehen. Das ist ja toll, dass ihr gekommen seid. Mensch, Stefan, die haben es ja gar nicht gesagt, dass es so cool aussieht, wie ein echter Magier. Ja, hat euch das denn gar keiner gesagt? Ich war gar nicht im Krankenhaus. Ich war in Hogwarts bei Harry. Hast du überhaupt schon den Film gesehen? Ich will gleich zur Sache kommen. Frau Berger, Sie kennen die Fakten und auch die Vorwürfe, die man Ihnen macht. Wir hatten Sie gebeten, eine Entscheidung zu treffen. Und ich habe sie getroffen. Und in der Zwischenzeit versucht, einen Teil der Probleme, die ich vermutlich verursacht habe, wieder gut zu machen. Es ist mir gelungen, in der letzten Nacht ein persönliches Gespräch mit Bill Holbrook, dem Chef von Newman Bay New York, zu führen. Und ich habe ihm die Lage geschildert, mich entschuldigt. Und er ist bereit, neu in die Verhandlungen einzutreten. Aber die Amerikaner haben sich doch schon alles genau angeschaut. Was soll denn das bringen, wenn Sie sich das Gleiche nochmal ansehen? Nein, 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 nein. Die Frage, die hier im Raum stand und steht, ist doch die, ob Frau Julia Berger auch in Zukunft ihre Arbeitskraft und vor allem ihre Arbeitszeit dem Verlag zur Gänze zur Verfügung stellt. Zur Gänze? Auf gar keinen Fall. Wie bitte? Ich habe immer meine Arbeitszeit dem Verlag zur Gänze zur Verfügung gestellt, immer. So wie du, Walter. Und bei dir wird sich da auch sicher nichts ändern in Zukunft. Aber mir sind die Augen geöffnet worden. Wir sind alle nur Menschen. Lebendige Wesen. Die nicht immer so funktionieren, wie wir es gerne hätten. Ich bin bereit, mit meiner Erfahrung und mit meinem Herzen für den Verlag da zu sein. Aber in Zukunft wird es eine klare Grenze geben. Und ich möchte, dass Sie das wissen, wenn Sie eine Entscheidung treffen. Julia, kommst du mal bitte. Entschuldigung. Berger? Dr. Papert? Was? Sagen Sie, dass das nicht wahr ist. Was ist passiert? Wir wollten Eis essen bei Fredo und dann ist Stefan zusammengebrochen. Wir haben Metastasen in seiner Lunge gefunden. Professor Heise macht gerade eine Knochenmarkpunktion, um rauszufinden, wie weit der Krebs schon gestreut hat. Wird bald aus der Narkose erwachen. Ja, Sie können dann zu ihm. Er ist ein starker Junge, Herr Stefan.
Leider ist bei ihm ein massives Rezidiv mit Knochenmarkbefall aufgetreten. Das heißt, der Krebs hat sich in weiten Teilen des Skeletts ausgebreitet. Operativ lässt sich daran nichts machen. Und auch eine weitere Chemotherapie. Er hat wenig Erfolgschancen. Das ist das Tückische an dieser Krankheit. Sie lässt sich nicht vorausberechnen. Es tut mir unendlich leid. Aber das kann doch nicht wahr sein. Ihr habt doch gesagt, es ging ihm besser. Er stirbt! Sie sagen, er stirbt! Aber er war doch schon wieder zu Hause. Aber es ist gut jetzt. Du bist zu spät! Ich denke, dass ich Sie noch hören kann. Wenn Sie noch etwas sagen möchten, wäre jetzt ein guter Moment. Mein kleiner Zauberer. Thank you.
Möchtest du bei mir mitfahren? Ich gehe noch mal rein. Ich komme gleich nach. Ach so. Der ist für dich, den habe ich in Stefans Schreibtisch gefunden. Liebe Tante Julia, heute ist der Tag, an dem ihr mich aus dem Krankenhaus abgeholt habt. Es war total toll, Jan, Benny und Julia endlich wiederzutreffen. Jetzt sind sie weg. Mama denkt, ich schlafe. Aber ich bin noch mal aufgestanden und schreibe dir jetzt. Ich hatte nämlich total vergessen, mich zu bedanken. Nicht nur, weil du so toll da warst für mich, sondern auch dafür, dass du meine Tante bist. Endlich bin ich wieder zu Hause und kann in meinem Bett schlafen. Und aus meinem Fenster gucken. Und Mama hat noch nicht ein einziges Mal gesagt, dass ich aufräumen soll. Aber das kommt bestimmt noch. Du bist bestimmt auch froh, wieder zu Hause sein zu können. Wer hat schon Lust, andauernd im Krankenhaus zu sein? Trotzdem bist du immer da gewesen. Und das war echt toll. Als ich ins Krankenhaus gekommen bin, da hatte ich solche Angst. Natürlich davor, dass ich sterben könnte. Aber auch, weil ich gar nicht mehr wusste, was los war. Ich glaube, es ging aber allen so, die dorthin gekommen sind. Aber jetzt habe ich keine Angst mehr. Weil ich weiß, dass du da bist. Und Mama auch wieder. Und Dr. Boppert. Unheimlich viele wir Menschen. Und ich glaube, der Sinn davon ist vielleicht, dass man dadurch eben gar nicht wirklich alleine sein kann. Und deshalb muss man überhaupt keine Angst haben. Denn es wird immer jemanden geben, der sich um einen kümmert. Eben hat Opa aus Amerika angerufen. Er hat gesagt, er bringt mir ein großes Geschenk mit. Und er hat gesagt, dass er mich vermisst. Unheimlich lieb. Und jedes Mal, wenn du gehst, freue ich mich schon darauf, wenn wir uns wiedersehen. Und das Tollste ist, dass wir immer zusammen sein werden, so wie wir es uns versprochen haben. Für immer im Herzen.
die Vorbestellungen? Du weißt doch, dass ich die als erstes auf dem Tisch haben will. Tut mir leid, hier. Die Verkaufszahlen vom letzten Monat. Die 2 neuen Reisen für Singles, beide sofort über 15.000. Ist nicht schlecht. Die Auflage ist 20, da sollten wir eine zweite andenken. Nee, mach mir doch mal bitte einen Telefontermin mit der, Judith Brenner. Ja. Ich habe so eine neue Idee für ihn verloren. Dann sind hier die Vorbestellungen für den zweiten Band vom Nebelreich. Scheint funktioniert zu haben, das als deutschen Herrn der Ringe anzukündigen. 150.000. Super. 20 mehr als wir dachten. Genau. Sag mal, zickt die Ziegler eigentlich immer noch so rum wegen der Buchmesse? Ja, sie hat noch nicht zugesagt. Irgendwas ist da komisch. Ich rede selber mit ihr, hm? Es tut mir ja auch leid, Fred, aber ich kam nicht früher weg. Ich stecke im Moment in 4 Projekten gleichzeitig. Und ehrlich gesagt, ich habe es mir noch mal überlegt, aber ich glaube, ich gehe jetzt lieber alleine hin, ja? Jetzt mecker mal nicht rum, ja? Glaubst du, ich lege gesteigerten Wert darauf, meine Schwester und meinen Vater zu sehen? Weißt du was? Dafür lade ich dich morgen zum Essen ein, ja? Okay? Bis morgen Mittag. Ciao. Ich habe hier also eine Orange. Und aus dieser Orange zaubere ich dir jetzt ein Geburtstagsgeschenk. Da bin ich auch mal gespannt. Na, du musst schon herkommen. Jetzt musst du draufpusten und sagen, Orange, verwandle dich in mein Lieblingsgetränk. Oder vielleicht Liebesgetränk? Orange, verwandle dich in mein Lieblingsgetränk. Und noch pusten. Oh! Whisky zum 5 o'clock. Willst du noch was open? Ich kann es einfach zaubern. Moment nicht, aber da hinten, deine Mama vielleicht. Das glaubst du doch selber nicht. Also, wir haben ein massives Problem und das ist auf diesem Regime. Was ist mit dir los? Was ist denn? Mein Bein hat wieder so weh getan. Was? Aber wir haben doch extra die Salbe drauf getan. Lass doch mal das Tablett. Sollen wir noch mal reingehen und ich guck's mir an? Nein. Weißt du was? Du rufst mal Tante Julia an und fragst, wo sie bleibt. Die freut sich bestimmt. Wann kommst du denn endlich? Hier sind nur lauter langweilige Erwachsene. Da habe ich leider schlechte Nachrichten. Hier kommt nämlich der Nächste. Haha. Irgendjemand hat einmal gesagt, das Leben fange erst mit 66 an. Demnach hätte ich noch 6 Jahre Zeit. Ich will mich nicht beklagen. Ich habe eine junge Frau, 2 erfolgreiche, hübsche Töchter und einen gesunden Enkel. Und ich bekomme noch jeden Morgen 50 Liegestütze hin. Vormachen. Ich habe mich der zugegebenermaßen vagen Hoffnung hingegeben, auch meine Tochter Julia würde heute hier erscheinen, doch fürchte ich, sie steckt knietief in der Arbeit, was ich allerdings schwerlich vorwerfen kann, denn das hat sie schließlich von mir. Tante Julia! Hey, mein Lieblingszauberer. Wow, bist du schwer geworden. Oh, hallo allerseits. Es tut mir leid, dass ich jetzt erst komme, aber ich hatte höllisch zu tun im Verlag. Hallo, Herr Papa. Hallo, meine Liebe. Ja, und wo ist Fred? Oh, der konnte leider nicht, aber er lässt dich herzlich grüßen. Ja, man dankt. Alles Gute zum Geburtstag. Danke dir. Danke. Ja, das Buffet ist eröffnet. Na, Kleine, wo ist denn das Geschenk? Ich habe im Moment so viel Text zu lernen. Der Regisseur ist wirklich ein Psychopath. Ich habe einen Gutschein fertig gemacht für Papa. Ein Gutschein, na super, das ist ein Klassiker. Wieso ist deine Arbeit eigentlich immer wichtiger als meine? Moment, ja? Das hat kein Mensch behauptet. Du wolltest das Geschenk besorgen, okay? Herzlichen Glückwunsch. Was ist das? Das ist ein Gutschein für einen Morgenrock. Damit du auch in Amerika eine gute Figur machst. Ah ja. Von Julia und mir. Danke, danke auch dir. Hey, und? Hast du Lust auf eine kleine Testfahrt? Ist es, du hast ein neues Auto? Ja, und es wartet auf einen spitzen Co-Piloten. Hey, was hast du denn da? Super, wie hast denn das jetzt gemacht? Als Zauberer verrät nie seine Tricks. Puste mal. It's magic. Geil. Ich dachte, bei der ersten Tour brauchst du doch deine Lieblingsmusik. Boah, ist ja irre.
Machen wir mal eine richtige Reise mit dem? Bloß du und ich? Total gerne. Und hat der auch Anti-Blockiersystem? Mit dem kannst du auf einer Eisfläche eine Vollbremsung machen. Stefan, häng dich mal nicht so weit raus. Hey. Trottel am Steuer. Alles okay? Oh mein Gott, Stefan. Stefan. Hey, tut's dir weh? Sag doch mal was. Halt es mal fest. Halt es fest hier. Wir fahren sofort ins Krankenhaus. Stefan, du bist mit dem Kopf da voll dagegen, das kann eine Gehirnerschütterung sein. Bitte fahr erst zu Mama. Die eine Tochter fährt an meinem Geburtstag mit dem Auto in der Gegend rum, die andere macht die Männer verrückt. Ist toll, wenn man Kinder hat. Ach komm. Ja, das ist dein Zimmer. Ich habe gesagt, dein Mann, ja, was du? Stefan! Stefan! Was ist denn passiert? Tut mir so leid, da ist so ein Idiot aus dem Feld weg. Ich muss sofort ins Krankenhaus. Das wollte ich, aber der wollte zuerst ja, hierher. Du dachtest, ein Zehnjähriger weiß, was für ihn am besten ist. Papa, verdammt, ich kann doch nicht... Scheint mir nur eine Platzwunde zu sein. Ja, aber die muss doch geröntgt werden. Ja, klar. Stefan, wir fahren jetzt alle zusammen ins Krankenhaus. Nein, ja? Du fährst nicht. Ich kann euch doch ins... Was du kannst, haben wir gesehen. Ob... Isabel, ist es okay, wenn ich... Er will dich sowieso nicht dabei haben. Ich rufe dich nachher an. Tschüss, mein Tapferer. Jetzt mal abgesehen von dem blöden Unfall. Wie war denn nun das Fest? Du kennst doch meinen Vater und seine Kumpels. Ehrlich gesagt, habe ich dir einen stinklangweiligen Nachmittag erspart. Ach, ja. Wirklich? So, die Vorstellung, bitte. Danke. Aber was hältst du denn jetzt davon? Ja. Gut. Klingt gut. Kann man nur hoffen, dass sie das auch ernst meinen. Also, wenn Bill Holbrook das schreibt, dann meint er das auch so. Haben sich deine New York-Flüge ja gelohnt. Gratuliere. Danke. Ich meine, ihr seid ein mittleres Verlagshaus mit stetig wachsenden Umsätzen. Ihr seid im deutschsprachigen Raum etabliert. Wahrscheinlich seid ihr genau das, was sie suchen. Und was ist dann der nächste Schritt? Die werden sich euch genauer ansehen, euch durchchecken. Due Diligence. Und dann wird verhandelt. Die machen ein Angebot, euer Aufsichtsrat zockt ein bisschen hin und her. Dann einigt man sich irgendwo. Allerdings, in Europa favorisiert man eher das Vier-Augen-Prinzip. Die Amerikaner sind da anders. Die wollen meist nur einen Geschäftsführer. Ihr seid aber zwei. Walter ist ein reiner Zahlentyp. Die wollen jemanden, der mit Autoren gut kann. Der das Buchgeschäft aus dem FF kennt. Walter wird das anders sehen. Fred, ich bin der Motor des Verlags. Und der Aufsichtsrat weiß das. Wahrscheinlich hast du recht. Wenn alles gut läuft, leitest du plötzlich einen der drei umsatzstärksten Verlage Deutschlands. Jedenfalls sollten wir dann endlich heiraten, schon aus steuerlichen Gründen. Und dann segeln wir rund um die Welt. Wäre doch was, oder? Sorry. Das ist mein Vater. Ich muss da ran. Vincent van Gogh. Guten Tag. Ich möchte zu Stefan Gruber, meinem Neffen. Der müsste auf der Kinderstation sein. Wann ist er denn eingeliefert worden? Gestern, aber sagen Sie mir doch einfach, wo die Kinderstation ist. Der liegt nicht auf der Kinderstation, der ist auf der 14. Isabel, du kannst doch hier nicht rauchen. Er ist noch in der Narkose.
Hey, kleiner Zauberer. Was machst du für einen Quatsch? Weiß ich auch nicht.